Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. The Body Shop hat Make-up und das möchte ich ausprobieren. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß nicht, wie oft ihr mich schon danach gefragt habt, hey, kannst du nicht mal The Body Shop Make-up ausprobieren? Und ich habe halt auch immer so ein bisschen drauf gewartet, dass die auch ein bisschen mehr ins Sortiment mit aufnehmen, dass ich auch mal ein Fullface schminken kann. Und jetzt ist es soweit. Angefangen hat das Ganze tatsächlich mit diesem Lipgloss, den wir entweder mal irgendwo in einem Adventskalender drin hatten oder irgendwo in der Box, das weiß ich gerade nicht. Ja, und dann hatte The Body Shop mich tatsächlich auch noch angeschrieben, ob wir nicht über eine Plattform, über eine Affiliate-Plattform zusammenarbeiten wollen und das fand ich richtig cool. Genau, also ihr findet die Produktlinks auch in der Infobox und wenn ihr darüber bestellen solltet, bekomme ich sogar eine kleine Provision und ich freue mich natürlich mindestens genauso doll wie ihr auf die Adventskalender, die ja sehr bald jetzt schon rauskommen werden. Ich starte jetzt mal mit dem Primer, da habe ich mir den Hemp Serum in Primer bestellt. Also günstig sind die Produkte jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Also das ist schon, ich weiß nicht, 160 Euro oder so, was das alles hier zusammen gekostet hat. Das ist schon eine Stange Geld, ne? Dann erwartet man natürlich auch so ein bisschen was. Und ich habe halt nicht mal eine Lidschattenpalette oder so. Also, und bei manchen Produkten habe ich halt auch getrickst, dass ich ein Produkt für verschiedene Sachen verwenden kann. Und ja, trage mir den Primer jetzt auf. Wir hatten einfach cremigen Duft, würde ich sagen. Und das ist wirklich wie ein Gesichtsserum. Funktioniert soweit so gut, muss ich sagen. Da habe ich jetzt eine Pipette, ne, auf meinem Gesicht genährt, aber nicht zu speckig oder so. Das ist angenehm. Darüber gebe ich mir jetzt diese Foundation. Ich habe die hellste Farbe genommen. Ich glaube, das ist zu hell. Fair 1N habe ich bestellt. Fresh Nude Foundation. 30 Milliliter sind da drin. Das ist ganz schön viel, ne? Also nicht ganz schön viel. Das ist normal eigentlich für eine Foundation. Und dann gucken wir mal. Au, das hat so ein, ja, Applikator wie Wet n Wild hatte das, glaube ich, auch, ne? Mache ich jetzt hier mit dem Finger. Das ist schon hell. Mal gucken. Ja, aufbauen kann man die ja immer noch. Dann nehme ich mir jetzt einen Pinsel und verteile mir das jetzt erstmal. Okay, wenn man die verteilt, sehe ich zwar immer noch ein bisschen aus wie ein Geist, aber es passt halt relativ zum Hals. Ne? Mein Hals ist halt super hell, also mein Körper generell. Ich weiß gar nicht, warum mein Gesicht dunkler ist als mein Körper. Und die Foundation ist wirklich eher pastig. Die haben auch andere, also leichtere Foundations. Aber ich habe mir jetzt die hier einfach in den Warenkorb gepackt. Also ich habe mir die einfach bestellt, ne? Mal gucken. Ich möchte mir die jetzt tatsächlich gar nicht so gerne aufbauen. Weil wenn ich jetzt noch eine Schicht drüber packe, weil die ist medium in der Deckkraft, ne? Da würde ich mir das Gesicht wirklich sehr, sehr weiß machen. Das wäre, glaube ich, zu krass. Deswegen würde ich das am liebsten auch so lassen. Die hat auf jeden Fall einen Glow mit dabei. Es ist fresh, es ist nudig, also dass die Haut auch durchscheint. Man müsste die jetzt nicht unbedingt mit einem Schwämmchen einarbeiten, aber ich bin halt ein Monk, ne? Ich sehe den einen oder anderen Pinselstrich, deswegen gehe ich da jetzt nochmal mit einem Schwämmchen drüber, um das einzuarbeiten. Das ist übrigens ein Schwämmchen von Neo und Neo gibt es jetzt, glaube ich, sogar mittlerweile in der Drogerie, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Richtig cool. Da habe ich euch auch mal ein Fullface zugeschminkt. Oder ich habe die Produkte in einem Fullface verwendet. Nee, die Foundation ist gut. Die setzt sich jetzt nicht irgendwie in Poren oder betont die Poren halt nicht so wirklich, ne? Setzt sich auch nicht jetzt komisch in Fältchen. Hat eine schöne Deckkraft mit dabei. Schon. Wenn ich die jetzt in der richtigen Farbe hätte, würde ich die noch ein bisschen aufbauen. Aber das reicht mir jetzt gerade auch tatsächlich eigentlich. Also wirklich gut. Die mag ich. Dann habe ich hier einen Concealer, auch der in der hellsten Farbe, ne? Fair 1N. Das ist Glasverpackung, also das ist schon alles auch, also Gott sei Dank, ne? Von der Verpackung auch sehr, sehr hochwertig. Vitamin C Concealer, Vitamin C finde ich großartig, verwende ich so generell auch ganz gerne. Wir haben so ein abgeschrägtes Füßchen, sieht so aus, was so spitz nach vorne zusammengeht. Riecht auch nach Vitamin C, so ein bisschen nach diesem Solero-Eis oder so. Gebe ich mir jetzt auf meine Augen und auch unter meine Augen und halt nur das bisschen, was ihr auch gesehen habt. Ne? Das wird jetzt hier mit dem Schwämmchen einmal verblendet. Das passt auf jeden Fall sehr gut zur Foundation und ich meine hier auch eine, ja, das ist keine Full-Coverage-Geschichte, aber auch nicht light von der Deckkraft her. Es ist halt so medium. Ne? Also der deckt schon ein bisschen was ab, aber er lässt die Haut trotzdem noch Haut sein und durchscheinen. Und irgendwie gefällt er mir. Sehr cool. Ich guck mal, also ich habe hier sowas Abklingendes. Ne? Das ist jetzt einfach nur noch eine Verfärbung. Und hier habe ich so eine kleine Pigmentveränderung, dass ich den einfach drüber gebe. Ich fand die Shade Range jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so verkehrt von dem Concealer. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, ne? Und es fühlt sich jetzt nicht so an, als hätte ich mir dekorative Kosmetik ins Gesicht gegeben, sondern als hätte ich Pflege drauf. Und das ist echt angenehm. Also
Schöne Sache. Ja, jetzt habe ich ein Produkt, was ich im Multi-Use verwenden werde. Das ist der Freestyle Multitasking Color Crayon Matt in der Farbe Low Key. Den werde ich jetzt auch als Blush verwenden, ne? Und nachher auch auf den Augen. Das ist einfach ein anspitzbarer Stift. Ich guck mal, kann ich damit hier so, weiß ich nicht, so ein bisschen da so, wo ich dann ja auch Blush hin haben will. Das ist sehr, sehr hart. Interessant. Also die Ladies auf dem Bild haben den nämlich als Blush auch verwendet. Naja. Ich weiß ja nicht. Also ich sehe da nicht wirklich was von, ne? Ich gebe mir da jetzt mal, upsala. Jetzt habe ich da ein bisschen die Spitze abgebrochen. Ich gebe mir, doch, jetzt wird er cremig. Okay, wenn man den nämlich am Handrücken so ein bisschen erwärmt, kriegt man das auch cremiger hin, ne? Das ist gut. Das war nämlich dann nur die erste Schicht. Da muss ich jetzt aber wahrscheinlich etwas vorsichtiger sein, weil das sieht dann doch etwas pigmentierter aus. Gebe ich mir mit dem Finger ein bisschen auf. Vielleicht, dass man halt mit der Körperwärme arbeitet, ne? Ist aber ganz schön umständlich, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen darf. Also man kriegt was hin, wenn man ein bisschen Mühe und Zeit reinsteckt, ne? Dass man da auch einen Blush-Effekt mitzaubert. Aber da gibt's andere Alternativen, die einfacher, schneller und schöner sind, bin ich ehrlich, ne? Ich gebe mir jetzt auch noch auf die andere Seite was. Da musst du schon ordentlich auf deinem Gesicht rumprügeln, um das ordentlich verblendet zu bekommen. Wenn du ein bisschen mehr Produkt drauf hast, sonst sieht das einfach blöd aus, ne? Ich sag mal so, kann man machen, ist aber jetzt auch nicht optimal, ne? Nee. So, cremige Texturen sind aufgetragen. Dann verwende ich jetzt hier das All Day Long B-Face 3-in-1 Make-up Setting Spray. Sprühnebel ist okay, kann man machen. Ich wollte gerade abpudern, da ist mir aufgefallen, dass ich hier noch einen Highlighter habe. Das ist eigentlich eine Limited Edition, aber die gibt es halt noch zu kaufen. Out for Love Multitasking Highlighter. Hier sind 20 Milliliter drin und das ist die Farbe Pearl. Kommt sehr dick in der Tube raus, sieht so aus. Oh, das ist wirklich Perlglanz. Okay. Den trage ich mir dann einfach mal so mit den Fingern ein bisschen auf. Schön. Schau dir das an. Komm, das darf ein bisschen mehr sein. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie groben Glitzer oder so drin. Das ist sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen. Also das finde ich sehr hübsch. Lässt sich auch aufbauen. Das gab es auch in verschiedenen Nuancen. Und ich habe, wie gesagt, die Farbe Pearl mir dann ausgesucht bzw. bestellt. Wow. Also in dieser Konsistenz auch der Blush wäre ein Traum, ne? Den legen wir mal nicht allzu weit weg, weil ich werde den gleich auch tatsächlich auf den Augen verwenden. Mal gucken, ob das hinhaut. Jetzt werde ich aber auf jeden Fall mein Gesicht abpudern mit den Produkten, die ich in meinem Project Pan habe. Das ist hier einmal von Fenty Beauty mein Puder und das gepresste von Essence. Man sieht aber trotzdem noch Highlighter und Blush durchkommen, ne? Also das auf jeden Fall. Es ist aber sehr natürlich, weil der Highlighter schon knallt. Der ist cool, den mag ich richtig gerne. Und die Foundation-Farbe sieht jetzt auch tatsächlich passend aus, ne? Wer hätte das gedacht? So, als nächstes habe ich hier einen Bronzer. Das ist der Coconut Bronze Matte Bronzing Powder. Habe ich in der Farbe Matte Coco Fair 01. Und das kommt in so einer Alu-Dose. Ganz spektakulär. Das hat hier so ein Puffelding drauf. Den werde ich nicht verwenden. Den werde ich sogar rausnehmen. Und ich dachte erst, als ich das ausgepackt habe, so, hä? What? Aber da ist noch eine Folie drüber. Das ist die Farbe. Das könnte passen, ne? Aber tatsächlich ein sehr kleines Bändchen, ne? Also, ja, egal. Dann nehme ich jetzt auch diesen Pinsel und gebe mir den Bronzer auf. Ich habe jetzt auch hier natürlich die hellste Farbe. Was heißt natürlich? Aber ich habe bei allen Produkten, glaube ich, die hellste Farbe so gewählt, weil das meistens bei mir auch ganz gut funktioniert. Und das tut es hier auch gerade. Oh, das teuerste beim Full Face war, glaube ich, der Primer, wenn ich mich richtig erinnere. Der war, ich glaube, 22 Euro oder so. Krass. Aber der fühlt sich halt auch gut an und hat auch wirklich gemacht, dass bislang alles echt schön wird, ne? Also der hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Ne, der lässt sich schön aufbauen, wärmt das Gesicht dort auf, wo ich es aufgewärmt haben möchte. Macht einen guten Job, der Bronzer hier doch. Der ist aber wirklich warm und nicht kühl. Also das macht jetzt nicht irgendwie eine Kontur, sondern er wärmt halt wirklich auf, ne? Also das ist wirklich ein Bronzer-Bronzer und kein Bronzer und Kontur irgendwie zusammen. Mag ich aber tatsächlich. Ich packe den nicht allzu weit weg, weil ich den gleich ja noch für die Augen verwenden möchte. Jetzt mache ich mir die Augenbrauen erstmal. Da habe ich jetzt so keinen Stift gefunden bei The Body Shop. Deswegen verwende ich jetzt hier auch einen, den ich aktuell in meinem Schminkkit habe. Ich glaube, gefärbte Augenbrauen, Gele hätte es dort gegeben. Aber das ist ja nicht so meins, ne? Dafür fehlen mir einfach ein paar Härchen. So, ich habe jetzt meine Augenbrauen leicht aufgefüllt und verwende jetzt das Frame It Brow Pomade Mascara. Ach so, 4 Milliliter sind hier drin, in Transparent.
Und auch das ist aus Glas. Ich habe noch nie so ein hochwertiges Augenbrauengel gesehen. Bin ich ehrlich, ne? Auch hier haben wir einen leicht cremigen Duft mit dabei. Oh, okay, da muss man etwas aufpassen, weil hier machst du dir die Augenbrauen auch wirklich weiß mit. Das heißt, da muss man dann etwas mehr Verteilarbeit reinstecken. Okay, aber wenn man ein paar Mal öfter drüber geht und nicht dann halt zwischenzeitlich reindippt, ne? Dann kriegt man das wohl verteilt. Und das macht halt auch wirklich, dass die Augenbrauen sehr, sehr krass definiert werden können, ne? Das ist nicht verkehrt. Ich nehme jetzt so einen anderen Pinsel zur Hand, um die Augenbrauen dann auch wirklich so zu legen, wie ich sie gerne hätte. Weil ich habe relativ lange Augenbrauen durch mein Augenbrauenserum, aber halt nicht so viele, ne? Und dadurch sieht es dann so ein bisschen so aus, wie es halt aussieht. Also so super störrische Haare hat man ja manchmal, ne? Die so frontal rauswachsen, kriegt das Ding nicht gebändigt. Aber so generell kriegt man das ganz gut damit hin. Das ist schon eine schöne Sache. Doch, das mag ich. An ein paar Stellen fehlen mir einfach Augenbrauenhärchen. Deswegen habe ich hier von Nabla mein Brow Ambition. Damit zeichne ich mir jetzt einfach noch ein paar Härchen mit rein, dass das Ganze etwas noch mehr aufgefüllt aussieht, ne? Und nicht so wie ein gerupftes Huhn. Sagen wir, wie es ist. Ihr bekommt diesen Augenbrauenstift hier auch bei Purish. Der ist ja von Nabla, ne? Und ihr könnt bei Purish aktuell auf alles mit Claudi Purish oder Claudis Purish 20%, wie gesagt, auf alles sparen. Ich habe es gerade versucht. Ihr könnt tatsächlich, selbst wenn es getrocknet ist, nochmal mit dem Produkt durchgehen. Das ist echt cool. Weil ich habe, also dieses eine Härchen hier, ne, das steht immer noch ab. Das triggert mich einfach so. Und ich habe es einfach jetzt versucht, nochmal nachzutragen. Das geht. Aber das kriege ich immer noch nicht flachgelegt, vor allem Claudi. Hm? Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin irgendwie heute nicht ganz so zufrieden mit meinen Augenbrauen. Aber das ist jetzt einfach mal so. Jetzt möchte ich meine Augen ein bisschen schminken, ein bisschen was drauf machen. Und das könnt ihr euch super gerne mal aus der Nähe angucken. Ich nehme jetzt einfach mal den Bronzer und trage mir den mit so einem fluffigen Blendepinsel einfach auf und gebe mir den jetzt so in die Lidfalte. Das ist halt auch etwas, was man ganz einfach im Alltag so machen kann. Ein bisschen Bronzer in die Lidfalte, ein bisschen Highlighter aufs bewegliche Lid, vielleicht ein Eyeliner, bums fertig aus. Und ja, so in der Art mache ich das jetzt ja auch tatsächlich. Das heißt, ich gebe mir jetzt auch ein bisschen was vor dem Highlighter auf. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann nehme ich mir jetzt so einen Lidschattenapplikator, nicht Lidschattenapplikator, so ein ja, Shaderpinsel ist es dann ja quasi, ne? Der halt einfach flach ist. Und das gebe ich mir auf mein bewegliches Lid und auch ein bisschen in meinen Innenwinkel. Halt wie ein Creme-Lidschatten. Da habe ich jetzt natürlich ein bisschen Angst, dass mir das irgendwie in die Lidfalte rutschen könnte, aber das werden wir jetzt einfach mal beobachten. Kann man sicherlich auch einfach mit dem Finger auftupfen oder so, ne? Vielleicht, wenn ich dann nochmal so drüber gehe, settet sich das schneller. Ich weiß es nicht, das muss man mal gucken. Doch, das trocknet schon an, kann man nicht anders sagen. Schön. Vielleicht außen noch ein bisschen was von dem Bronzer so reinblenden. Dann habe ich ja diesen fancy Stift, ne? Den möchte ich jetzt auch integrieren. Das ist ja Multi-Use. Ich weiß nur nicht, ob ich da direkt mit dem Pinsel jetzt auch beigehen kann. Dann nehme ich mir jetzt auch den Pinsel, den ich gerade verwendet habe, um den Highlighter aufzutragen. Ist halt gar nicht so leicht, was hiervon abzukriegen. Oder mache ich das? Ich muss mal gucken. Vielleicht trage ich mir das auch direkt oben so auf. Ja, wie so ein Creme-Eyeliner fast schon. Wäre das gar nicht verkehrt, glaube ich, ne? Das Ding ist halt, dass dieser Stift hier echt relativ pastig ist. Und das dann auf dem Auge ist bei mir immer ein bisschen schwierig, ne? Aber ja, so bastel ich mir hier ein bisschen was zurecht. Bin da aber jetzt nicht so ultra zufrieden mit, muss ich sagen. Da verwende ich lieber die Cupid's Arrows von Nabla, weil ich einfach hier nicht so die Kontrolle drüber habe, muss ich gestehen. Das ist mir zu schmierig, zu lippenstiftmäßig, ne? Sieht im Resultat aber echt cool aus, muss ich sagen. Also, ne? Schon irgendwie hat das was. Ja, jetzt möchte ich mir noch ein bisschen den Bronzer an den unteren Wimpernkranz einfach geben. Da gehe ich dann auch hier mit dem Blendepinsel rein. Und gib das hier auf. So. Das wäre dann quasi der Augenlook. Ich habe aber noch was, und zwar diesen Wake Up Call Liquid Eyeliner. Das ist dieser hier. Und der möchte jetzt natürlich auch seinen Einsatz bekommen. Der hat, ui, schon ein krasses Schwämmchen hier unten drin. Das ist ein Dip Eyeliner, sodass du da halt eigentlich auch immer ganz gut Produkt dran bekommst, ne? Puh. Ja, müssen wir mal gucken, ob das funktioniert hier. Das hat auf jeden Fall schon mal ganz gut funktioniert und sieht wirklich gut aus. Muss ich sagen, konnte man auch relativ fein mitmalen. Doch. Auf der Seite muss ich ein bisschen korrigieren, weil ich da den roten Eyeliner quasi zu tief gesetzt habe. Ich möchte diese Seite jetzt einfach mal als Anwenderfeder bezeichnen. Das gefällt mir einfach viel, viel besser und das sieht
echt gut aus. Also wenn man das ein paar Mal übt, glaube ich, dass es dann auch auf beiden Seiten funktionieren kann und ja, auch ein schicker Look wird, ne? Und ja, der Highlighter ist getrocknet. Cool. Wenn man jetzt hier so den Bronzer noch ein bisschen mit rauszieht, kann das sogar noch cooler aussehen. Ne? Ja. Schick, schick, schick. So, fixieren wir das Ganze nochmal hier mit dem Spray von eben. Ja, das ist schon sehr anstrengend, da muss man ein bisschen aufpassen. Also das würde ich auf jeden Fall vor der Mascara verwenden. Dann biege ich mir mal die Wimpern und komme dann auch genau jetzt zu der Mascara. Hier habe ich die Turn Up Volumizing Mascara. Die schaut auch sehr, sehr schick aus in dieser Alu-Verpackung. Holla, die Waldfee. Das ist mal ein Bürstchen, ne? Das ist ein Faserbürstchen, was auch so ziemlich krass geswirlt ist. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also sie trennt die Wimpern und sie färbt sie auch ein bisschen ein, aber sie lässt sich nicht wirklich derbe Schichten oder so, ne? Also das ist halt wirklich eine Alltagsmascara und keine Wawawoom Lashes Mascara, ne? Ich finde sie okay, wird sie aber tatsächlich für mich persönlich nicht solo verwenden. Ich bin dann halt mehr jemand, die sagt, Mensch, die in Kombination mit zum Beispiel der Nabla Visions oder Telescopic Lip von L'Oreal oder so macht auf jeden Fall Sinn, aber so wäre mir das einfach zu wenig. Ja, genau. Kommen wir zu den Lippen. Aber sie passt zum Look, das kann man nicht anders sagen, weil der Look ist ja schon sehr natürlich, ne? Also dass man den auch relativ zurückhaltend hat, dann passt es schon. Und ja, zum Fixing Spray kann ich euch auf jeden Fall sagen, jetzt so vom Gefühl her, das ist mattiert irgendwie. Also ich weiß nicht, ja, also es wird definitiv das Make-up fixieren, aber Hydrate würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es fühlt sich eher so an, nachdem ich das aufgetragen habe, als hätte ich hier, keine Ahnung, sehr viel Trockenheit, obwohl mein Gesicht nicht cakey aussieht. Ne? Jetzt schauen wir mal, ob man diesen Stift hier auch auf den Lippen verwenden kann. Denn dafür scheint er ja auch gut zu sein. Ne? Ich schmecke ihn. Ich rieche ihn. Das finde ich nicht so cool. Also der schmeckt nicht so gut. Der ist ja neu, aber der riecht so ein bisschen, als wäre der abgelaufen. Das ist auch so bitter irgendwie. Ne? Also nee, auf den Lippen mag ich den jetzt nicht so ultimativ. Ist jetzt schwierig, ne? Auf den Augen finde ich den nicht großartig, auf den Lippen finde ich den nicht großartig, auf den Wangen finde ich den nicht großartig. Ganz offensichtlich finde ich den Stift nicht so gut. Dann habe ich hier My Choice, den Vinyl Lip Gloss. Das ist dieser hier. Den gebe ich mir jetzt einfach mal nochmal on top. Der riecht nämlich angenehm. Das sieht ja cool aus. Ist so ein bisschen Ombre-Lippe jetzt, ne? Weil ich dann hier durch so ein bisschen Färbung auch mit dabei habe. Das ist nicht verkehrt. Das muss ich sagen. Das gefällt mir sogar sehr. Man hat hier aber nicht so super glossy-flossy, aber dafür auch keine Fäden oder so, die er zieht. Ich trage noch ein bisschen mehr auf, ne? Also in Kombi sind die beiden optisch echt schön, ne? Aber wie gesagt, dieser Duft stört mich schon so ein bisschen. Und irgendwie, also ich feiere den jetzt nicht so sehr. Da habe ich andere, die halt besser sind. Aber ja, das ist jetzt einmal mein fertiger Look mit The Body Shop Produkten. Ich habe jetzt gerade keinen Schmuck hier, deswegen sind meine schmucken Haare einfach mal, die noch etwas nass sind, der Schmuck des Ganzen. Was meint ihr? Also ich muss sagen, dass ich die Base-Produkte ganz gerne mochte, ne? Oder mag. Ich mag den Primer, ich mag die Foundation, den Concealer. Sehr, sehr große Empfehlung. Ich mag auch sehr gerne den Bronzer. Also ich finde, dass meine Haut auch wirklich gut aussieht. Augenbrauen-Fixierungsding ist auch schön. Das mag ich auch gerne. Ich habe nur so ein bisschen bei der Farbe übertrieben heute. Die Mascara ist jetzt nicht so ganz meine Welt. Eyeliner finde ich schön. Also da kannst du auch ganz gut mitarbeiten. Den Highlighter mag ich auch richtig gerne leiden. Also sowohl hier auf den Wangen als auch auf den Augen so als zarter Glow drüber gegeben. Ne? Finde ich das ganz schön. Ich fühle mich ein bisschen nackelig, weil ich halt jetzt einen sehr, sehr zurückhaltenden Augenlook auch geschminkt habe. Das ist ja eher so eher andersrum bei mir, dass ich halt krasse Augenlook schminke, dafür dezentere Lippen habe. Diesen hier, den Gloss, den mag ich gerne. Den habe ich ja auch, wie gesagt, schon länger. Und ja, der hier ist eher so nichts für mich. Das Spray muss ich noch mal gucken, das wahrscheinlich in Kombination eher mit einer reichhaltigen Foundation, weil das fixiert ja schon, ne? Aber es trocknet schon aus. Also das muss man halt auch dazu sagen, ne? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch Erfahrungen mit The Body Shop Make-up habt und ob ihr jetzt vielleicht Bock habt, irgendwie euch manche Produkte genauer anzusehen oder welche Marke euch generell noch mal interessieren würde. Gerne in die Kommentare, dann kann ich da mal schauen, ob ich da auch ein Full Face zusammenkriege. Und ja, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir
mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.